ganz gezielt auf Amourwelts gehen. An welcher Stelle klappt es denn gerade ganz gut und wie ziehen wir denn diese kleinen Welse raus? Also raus mit der Route, natürlich an der Tunguska, da lebt der Amourwels und da versuchen wir unser Glück. Ich habe jetzt schon ein paar Mal ausgeworfen und es sind auch schon ein paar schöne Brocken reingegangen. Schön entspannt, relativ langsam mit der Jigführung und das Wichtigste für mich ja immer, schön nah an der Base, lauffaul wie man ist. Man muss ein paar Meter nur latschen und ist direkt am Spot. So gehört sich das und dann ballert im Idealfall der Amourwels auch noch rein. Also, wo stehe ich denn hier? Wir stehen direkt hier am Anleger quasi. Anleger von der Tunguska, also wie gesagt, gar nicht weit latschen, sondern direkt nur bis zum Anleger gehen. Der ist ja hier direkt neben dem Fischmarkt. Und dann werfe ich aus hier vorne in Richtung von der tiefen Stelle. Also gar nicht direkt rein in die tiefe Stelle, sondern quasi davor in diesen Zwischenbereich, in diesen Randbereich, wo sich eben auch viele aufhalten. Und was ich eben auch häufiger schon hatte bisher, waren Amure auf den letzten paar Metern. So, erstmal gucken, so ganz weit, siehst du, das war sogar jetzt noch weiter als sonst. So ganz weit muss es gar nicht sein. Ich habe nur halb in der Regel bisher aufgeladen, hat eigentlich auch schon gereicht. Und dann relativ entspannt mit einer etwas langsamen Einholgeschwindigkeit hier einfach entspannt durchjiggen. Auf Set gehe ich natürlich auch noch gleich ein. Wie gesagt, von der Entfernung, wenn ihr hier klippen wollt, ich würde sagen so ungefähr 25 bis 30 Meter sollten schon reichen. Ich klippe allerdings nicht, sondern lade einfach nur auf hier und merke mir halt ungefähr, wenn ich es mir merke, wie weit ich dann quasi auflade. Also bis gerade waren es immer so ungefähr um, ja sagen wir mal so 30, ja doch so 50% aufgeladen bis zur Hälfte und dann ging das doch. So, jetzt mal gucken, dass wir hier wieder in die Bahn kommen. Ich glaube, ich bin hier so ein bisschen tief abgesackt, aber jetzt sollten wir auch langsam in die Jigführung wieder reinkommen. Machen wir mal einen Jig mehr, eine Umdrehung mehr. Jetzt sind wir wieder in der Jigführung. Eine Umdrehung. Und tatsächlich ein bisschen langsamer. Heißt also, zack, da ist er dran. Eine langsame Jigführung mit langsamer Umdrehung und längerem Intervall. Also diese schnellere Jigführung, wo man dann wirklich schnell durchzieht, Kurbel, kurze Pause, Kurbel, kurze Pause. Das ist vielleicht irgendwie für die anderen Fische nochmal interessanter. Hier hatte ich bisher die Erfahrung gemacht, dass es einfach mit ein bisschen langsameren Tempo deutlich besser funktioniert mit dem Amourwels, Alter. So soll er aussehen und gerne auch noch ein bisschen dicker, denn die Trophy fehlt mir auch noch. So, jetzt nochmal bis halb ungefähr aufgeladen, genau. Bisschen stramm ziehen, dann sind wir jetzt quasi auf dem Grund abgesunken. Und jetzt geht es los, eine Drehung. Und dann schön auf entspannt, sofort im Jig drin. Genau. Das passt perfekt. Und wir ziehen ja jetzt hier eigentlich in diesem Bereich oder an der Kante auch in diese 4 Meter Area vorbei. Wenn ihr euch das an der Karte anschaut, ist eben hier rechts von uns der Bereich, der so in diesem 4 Meter, in diesem 4 Meter Tiefe Bereich eben abgeht. Und das ist, glaube ich, von der Area auch schon tief genug. Man muss, glaube ich, gar nicht so ganz in diesen tiefen Rinnen damit durchfischen und es probieren. Und eben, was super entspannt ist, eben von Land aus macht es halt richtig Bock. Es besteht natürlich das Risiko, dass hier ein dicker, fetter Taimen oder sowas auch reinballert. Gab in der Vergangenheit auch ganz regelmäßig, wenn wir uns hier oben links den Köder schon mal angucken, der Quicker-Köder ist es. Da hat man immer mal wieder dicke, fette Taimen auf diesen Köder gesehen. Ja, das ist natürlich dann dem Amourwels-Jiggen geschuldet. Ein bisschen die Rute, zack, da ist schon wieder der Biss.
Also, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Dementsprechend bin ich auch gerade mit einem für den Fisch deutlich übertriebenen, schweren Setup unterwegs. Ich bin hier mit dem 30-Kilo-Set unterwegs. Aber wie gesagt, wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein. Ein bisschen jetzt noch gerade die Abend- bzw. Nachtstunden ausnutzen, dass sich das hier auch lohnt. Und dass hier auch noch schön ein paar Brocken reingehen. Zack, sofort der nächste. Sehr gut. Aber leider mit sehr, sehr wenig Gewicht. Ich glaube, der größte bisher irgendwas im Bereich von 2,5. Ach, guck mal, eine Muschel. 2,5 Kilo war, glaube ich, der größte. Das war jetzt ein bisschen zu wenig. So, aber vielleicht reicht es ja auch noch. Denn ich hatte tatsächlich gerade eben erst ganz nah hier am Anleger auch noch einen Einschlag. Zack. Und der hat sich, oder konnte sich auch gut sehen lassen. Mit über 2 Kilo. Also auch hier im Nahbereich dann ruhig weiter durchjiggen. Denn die ballern auch ganz nah hier vorne. Zack, ganz nah hier vorne rein. So gehört sich das. Und da ist er der nächste. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn ihr Bock habt, einfach noch zwei weitere Ruten auslegen. Mit einem Tauwurm zum Beispiel. Einfach in die gleiche Area werfen. Ich würde sagen, da reichen vielleicht sogar so um die 15 bis 20 Meter mit einem Tauwurm. Einser Haken, Tauwurm raus damit. Vielleicht auch so in Richtung 17 bis 19 Kilo Vorfach, wenn ihr da ein bisschen sicherer unterwegs sein wollt. Wenn ihr da natürlich hart in den Drill mit Risiko reingehen wollt, würde ich vielleicht so knapp unter 10 Kilo reingehen. Weiter drunter wird es, glaube ich, könnte oder kann es echt tricky werden. Oder eben da mit sehr, sehr viel Schnur, dass ihr da gegebenenfalls irgendwie auch ja, irgendwas ausdrillen könnt, was dann da noch reinballert. Aber ich finde es gerade, wie gesagt, hier auch mit dem Jig schon ganz interessant. Und wenn ich mir jetzt hier überlege, ich müsste zwischendurch noch auf so ein Gebimmel eingehen, dann unterbreche ich ja gerade hier meine Jig-Führung so schön. Das mache ich immer ungern. Also entweder oder, entweder ich hau drei Routen auf Grund raus oder ich ziehe halt hier schön konzentriert den Jig durch. So, ich würde sagen, so zwei, drei Würfe machen wir noch. Dann sind wir mit der Nacht auf jeden Fall durch. 4 Uhr morgens, die Nacht ist eigentlich schon rum. Jetzt kommt ja gerade noch so ein bisschen so eine Übergangsphase. Ich würde sagen, vielleicht sogar bis 9 Uhr ungefähr. Eine relativ lange Übergangsphase. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht in dieser Übergangsphase sogar noch was kriegen. Vielleicht ist das sogar nochmal so eine... Ne, hat nicht mehr... So eine heiße Phase, wo noch ein bisschen was geht. Wie gesagt, in der Nacht bisher war es schon ganz okay. Sind einige reingeballert. Gucken wir uns gleich natürlich auch nochmal an. Ich bin bis jetzt schon ganz zufrieden. Ich überlege natürlich, wie kann man noch eher noch dickere triggern. Oder geht man einfach nicht wirklich dicker dran, sondern versucht aufgrund der etwas höheren Frequenz dadurch dann die Chance zu erhöhen, das Ding doch nochmal als Trophy zu bekommen. Ist natürlich die große Frage, wie man es macht. Entweder weniger Frequenz mit einem deutlich größeren Haken, vielleicht sogar ein bisschen 2-0er Haken oder 1-0er Haken. Ja, wobei ich glaube 1-0er Haken, das ist schon echt so ein bisschen die Grenze. Und ja, das ist halt dann jetzt die Frage. Jetzt bin ich gerade mit dem Einserhaken. Der ist ja doch nochmal eine gute Stufe kleiner. Und bisher ist die Frequenz auch noch okay. Ich denke, ein Einserhaken ist schon für so einen eigentlich recht kleinen Fisch, eigentlich ist das genug. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr da Erfahrung habt, gerne auch mal unten reinschreiben in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Welche Hakengröße ihr am liebsten verwendet. Wie gesagt, also ich finde, mit dem Einserhaken sieht es ganz gut aus. So, 5 Uhr morgens. Ballert noch einer. Ich versuche mal mit einer halben Umdrehung nur noch. Geht halt auch ganz gut, wenn man da relativ langsam unterwegs ist. Und was wir natürlich hier für einen Vorteil haben, wir ziehen jetzt gerade mit oder beziehungsweise gegen die Strömung. Jetzt sind wir gerade raus. Einen machen wir noch und dann gucken wir mal ins Set rein. So, absinken lassen. Wenn das Gewicht vorne der Jigkopf groß genug ist, vom Gewicht her groß genug, dann sinkt ja auch jedes Mal runter. Zack, sofort die Jigführung da. Halbe Umdrehung, Einholgeschwindigkeit. Zack, da ist einer. Oh, oder wieder eine Muschel. Einholgeschwindigkeit 20, also wirklich recht langsam. Ich glaube, man könnte sogar vielleicht noch langsamer gehen.
Muschel wollen wir ja nicht. Da ziehen wir nochmal. Man könnte, glaube ich, also noch langsamer gehen. Das hat auch oder klappt auch immer wieder ganz gut am Ladoga, wenn man da auf Saiblinge oder so ausgeht. Fast so in Richtung Einholgeschwindigkeit 12 oder so. Aber das ist ja ein Ding, was ihr ausprobieren müsst mit der Rolle, die ihr gerade in Verwendung habt. Denn die Rollen haben ja unterschiedliche Übersetzungen. Und da sehe ich gerade im Chat einen abgefahren. Sehr, sehr schönes Ding. Joe Dark hier auch gerade. Zieht gerade 4,7 Kilo Amurwels. Richtig nice. Also, da scheint richtig was zu gehen. So soll das sein. Die Amurwelse, ey. Boah, das wäre richtig geil, das Ding endlich als Trophy abzuhaken. Und leider raus. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, Joe Dark hatte geschrieben, auf 81.100. Redman Tackle. Okay. Berserk Hooks. Und er ist dran mit einem 7er Haken. Also relativ klein. Das ist krass. Und mit 13 Kilo Vorfach. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was er, wenn er das Video sieht, Alden, was er zu dem Setup hier sagt. Ich meine, ich habe bisher noch keinen mit 4, aber das Setup sieht so aus, massiv übertrieben. Einfach nur, ja, wegen dem Timen, Alter. Einserhaken groß, also wir wollen ja auch die großen Brocken. Quicker drauf, Redman Tackle, Quicker 07, oder ist das der 7er, den er da gemeint hat? Wir gucken mal gleich nochmal, was er geschrieben hat. Und 31 Kilo Vorfach. Übertrieben. Also normalerweise für diesen kleinen Fisch auch echt zu groß. Kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich von der Area hier. Und da muss ich sagen, auch dieser Nahbereich. Vielleicht kann man sogar bis hier in dieses 4 Meter, in diese Area gezielt noch mehr werfen. Mehr so nach da tatsächlich. Durchaus eine Option. Aufpassen, ich deute da nochmal eben so ein bisschen hin. Genau in, warte, da ist der Baum, genau, in diesem Bereich hier, also bis ziemlich genau hier. Daneben ist ja erst der Baum, aber dann hier links daneben dem Baum ist unterm Wasser, man sieht es von hier aus nicht, ist noch weiterführend der Baum. Das heißt, wenn ihr zu nah hier an dem Geäst vorbeizieht, an dem Baum aus der Hölle, habt ihr regelmäßig verhaken. Absolute Katastrophe. Wenn wir jetzt mal die Routenspitze uns anschauen, ich würde sagen, mindestens mal so dran vorbeiziehen. Ja, hier vorne sieht man es tatsächlich gerade. Wenn man es gerade sieht, hier. Genau, ja, doch, man sieht es. Genau hier in diesem dunklen Bereich, hier befindet sich gerade ein Ast, fast neben meinem Kopf, genau. Da sieht man gerade so eine kleine Kurve. Ich weiß nicht, ob man es im Video jetzt gerade sieht. Aber da müsst ihr mal schauen, wenn ihr hier gerade seid. Das ist halt eigentlich immer auch eine geile Area fürs Hechtangeln. Aber da verhakt man sich halt katastrophal. Ne? Jedes Mal, wenn man nur grob in die Nähe kommt, hängt man da dran fest. Also nicht so nah an dem Ast. Lieber ein bisschen mehr Abstand. Oder halt einfach dahinter stellen und gut ist. Und dann auch in diese Area reinwerfen. So, eins ziehen wir jetzt hier nochmal durch. Und da ist sogar noch mal was rein. Sehr schön. Also gerne mehr von den Amuren. Wir gucken hier natürlich jetzt auch noch mal eben kurz rein. Nach Gewicht sortieren. 2,5 knapp ist bisher der größte gewesen. 2,3, 1,8, 1,5. Also es passt. Ich bin da echt ganz zufrieden bisher damit. Vor allem sind die relativ easy reingegangen. Das ist halt schön innerhalb dieser kurzen Zeit. Und gewichts- bzw. kohlemäßig schmeckt das natürlich auch richtig. Also auch das richtig gut. Hier vorne der Anfang war natürlich, die Anfangszeit war noch ein bisschen rumgeteste. Die hier hatte ich gefangen, da habe ich eher in diesem Bereich hier geworfen. Habe hier an der Kante angefangen und habe auch ein bisschen weiter geworfen und bin dann Stück für Stück hier rüber. Und hier ging es dann tatsächlich los in diesem Bereich. Also hier dran vorbei und ich denke, wenn man hier noch weiter rüber geht, ich glaube Joe Dark steht eher hier in der Area, da sollte dann auch noch ein bisschen mehr gehen. Also, that's it. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. 150 Silber in der kurzen Zeit kann man machen, aber Kohle ist ja nicht das A und O. Wir wollen die Trophies ziehen. P.
Petri Ölümmels, wenn es ganz geholfen hat. Einen Daumen da lassen fürs Video und Kanal abonnieren. Ich danke dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Petri.